wenn man von den Schnuggeligen spricht und sie nicht wirklich braucht. Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft Staffel 7 Back to the Roots auf der Minecraft 1.1. Letztes Mal haben wir ja darüber geredet, über Schulen, Klimaanlagen in Schulen, klimatisierte Toiletten und Technik in Schulen, also so Computer und Zeug. Ja, und wir waren halt dabei, gerade bei Laptopwagen, das, was weiß ich, unsere Schule hat die auch, oh, danke, ein Boot, muss ich erst mit der rennen, unsere Schule hat die auch. Aber ganz im Ernst, seitdem die angeschafft wurden, haben wir die, keine Ahnung, zweimal benutzt oder sowas. Okay, das ist ja keine Ahnung. Sehr sexy. Also, setz dich gerade mal ins Boot und folge mir. Aber nicht anstoßen, bitte. Oh, doch. Ich komme jetzt rüber. Nein. Doch. Nein. Was? So, ja. Genau. Rede weiter. Ja, auf jeden Fall, die Dinger sind eigentlich, die Laptops da drauf sind absolut scheiße. Also wirklich scheiße, mit denen kannst du eigentlich nichts machen. Und die Teile werden eh nie benutzt, weil das Internet, die Teile, das Geile ist ja, diesen Wagen, wo diese Laptops drin sind, muss man erstmal an das LAN anschließen und über dem, da läuft ein Hotspot drüber und dann kommst du so ins Internet. Aber, um ins Internet zu kommen, musst du erstmal vor dem Starten den Laptop mit diesem Wagen verbinden, dann ihn starten und dann kannst du erst ins Internet gehen. Das ist also, okay. Ja gut, also das mit den Wagen ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, finde ich. Gute Idee, aber scheiße. Also ich finde es besser, als dann irgendwie in jedem Klassenzimmer so einen scheiß Repeater mit WLAN aufzuhängen, der da irgendwie die ganze Zeit elektromagnetische Strahlung aussendet. Ich meine, ich will jetzt hier nicht den Strahlungsverschwörungsspasti spielen, aber es ist ja schon so, das WLAN-Strahlung ist ja eigentlich ungefährlich, also sollte eigentlich, es gibt dazu noch keine Erforschung, aber ich gehe mal davon aus, es ist nicht sonderlich gefährlich, man kennt die Langzeitwirkungen nicht, aber es sind so geringe Mengen, aber ganz im Ernst, wenn dann, wie bei uns in der Schule, in jedem Raum so ein scheiß Repeater hängt, ja, da mache ich mir teilweise ein bisschen Sorgen, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Wir sollten irgendwie die Boote zerstören. Ja. Damit die keinen Hinweis haben. Ich finde es so schade, dass man die Boote noch nicht mit der Hand abbauen kann. Das wäre sehr praktisch gewesen. Warte, ich komme gerade mal mit meinem nochmal ins Land gefahren. Dann mache ich mir ein bisschen Sorgen und da finde ich das eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Naja, zumindest bei uns sind die Laptopwagen, da sind die Laptops schon eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, es ist totaler Schwachsinn, weil wenn man damit arbeitet, arbeitet man nicht wirklich damit. Dann sagt der Lehrer so, hier, ihr könnt mal an den Teilen was recherchieren, aber im Endeffekt surft jeder auf YouTube rum oder so. Ja. Ich weiß auch nicht, warum die das bei uns nicht sperren. Das ist eigentlich. Das mache ich auch. Wir haben angeblich einen Proxy-Server an unserer Schule, aber irgendwie sperrt der nichts. Das ist seltsam. Naja. Also wir haben sowas auch, also da wird echt nichts gesperrt. Ja. Ja, keine Ahnung warum. Ja, ein Creeper. Zumindest ist es. Es ist ja so, dass an vielen Bundesländern Informatik schon. Mittlerweile ist es ja sowieso wieder ein bisschen in der Diskussion, wie das mit dem Informatikunterricht an den Schulen aussehen soll. Zumindest in Rheinland-Pfalz ist es so, dass in den meisten Schulen, die Schulen müssen das nicht oder mussten das nicht, zumindest als ich noch in der 9. war. Oder war es schon die 7., keine Ahnung. Zumindest schon die 7. andere Schulen. Schon 7. Du weißt, was ich meine. So, ja. Zumindest war es so, dass ich an meiner Schule das nicht machen konnte, aber dass man in einigen Schulen in Rheinland-Pfalz Informatik freiwillig ab der 9. wählen konnte. Was ich ehrlich gesagt sehr gut finde, weil ich meine, je früher man in diese Thematik eingeführt wird, desto besser. Ich meine, Informatik ist ja nicht, wie bediene ich einen PC? Das ist ja eigentlich was komplett anderes. Nur leider stellen sich die meisten halt das darunter vor. Und deshalb, habe ja Informatik als Grundfach gewählt. Leider kann man das ja nicht bei uns als Leistungsfach wählen, weil damit man das als Leistungsfach wählen kann, müsste man es schon mindestens 2 Jahre vorher unterrichtet bekommen haben. Aber da man das bei uns ja nicht wählen konnte, ging das natürlich nicht. Good work, Rheinland-Pfalz. Good work. Wirklich toll. Also ich kann toll. Ja nicht mitreden. Wirklich ich bin toll. Ja weder auf dem Gymi noch wohne ich in Rheinland-Pfalz. Ja, okay. Zumindest finde ich das echt total. Es ist doch. Was soll der Scheiß denn? Ich verstehe es nicht. Da macht man, zumindest war das bei uns so in der 5. Klasse, so Computer. Irgendwie habe ich gerade keine Ahnung, wo wir sind übrigens. Ich auch nicht. Ich habe mich.
Ich bin dir gefolgt. Es ist so schlimm, die Leute sagen uns immer, wenn wir uns über ein Thema unterhalten, laufen wir wie dumm und dappisch in der Gegend rum. Ja, tun wir ja auch. Ja, also wir müssen uns irgendwie angewöhnen, uns über Themen zu unterhalten. So, also gucken wir einfach mal, wo 0-0 ist, so. Uns über Themen zu unterhalten und irgendwie richtig lang zu laufen. Wir müssen in die Richtung. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Wir sollen alles klar. Froh sein, dass wir laufen können und uns unterhalten. Ja, da hast du recht. zumindest ist es bei uns. Oh Gott, die Skelette hier, die regen mich auf. Hau da. Ciao. Ui. Aua. Nein. Zumindest. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, folgt mir gerade mal. Wir laufen jetzt, wie gesagt, zum Spawn. Okay. Warte, Moment, ich muss noch kurz einen Zombie töten. Alles klar, sonst bin ich verloren, ne? Beziehungsweise eine komprimierte Zombie-Textur. Okay. So. Wo bist du lang? Ich folge den XP-Punkten. Ja, Moment, ich muss du bist essen. Falsch. Ja, ich muss auch trotzdem. Eben habe ich dich gesehen, jetzt bist du weg. Ach, da bist du, hallo. So, folgt mir gerade mal. Jetzt, genau, nein. Jetzt, ich habe es vergessen. Ah ja, genau. Ja. Also, zumindest bei uns in der 5. Klasse hatte man so einen tollen PC-Kurs, wie man Word und Excel benutzt. Und sowas hatten wir auch. Das ja, auch. Wenn man sowas schon macht, warum dann auch nicht später weitergehen und dann auch mal so ein paar informationstechnische Grundlagen reinbringen? Ich meine, keiner erwartet, dass man einem jetzt beibringt, richtig zu programmieren oder einfache PHP-Skripts zu schreiben oder sonst was, aber zumindest die Grundlagen, damit man ein kleines Verständnis dafür hat, könnten doch einem ruhig schon gegeben werden. Wir hatten es aber teilweise auch in Englisch. Okay. Ich weiß nicht, was bei uns los ist, aber irgendwie haben wir voll viele Sachen teilweise auch in Englisch. Das heißt, wir hatten auch schon... Wir sind hier gleich am Spawn. Genau, Erdkunde haben wir in Englisch. Wir haben, ich weiß nicht, was das heißt. Mumm heißt das bei uns als Mädchen Umwelt, ist eigentlich Hauswirtschaft. Sowas. Mhm. Das hatten wir auch mal eine Zeit lang in Englisch. Also wir haben voll viele Sachen Zeit lang in Englisch gehabt. Okay, wir sind am Spawn. Ja, wir Tage. Sind am Spawn. Cool, also, finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Ja, und, irgendwas wollte ich sagen, genau. Ja, jetzt können wir hier schon mal suchen, wo die gewesen sein könnten. Die haben ja bestimmt immer noch ihre Basis da, wo wir sie... Die haben einen neuen Pilz gepflanzt. Der war vorher nicht da. Da ist ein neuer Pilz. Die waren hier draußen. Vielleicht laufen die hier draußen rum. Ja, den bauen wir auf jeden Fall ab. Da haben wir ein paar Pilze mehr übrig. Ich hab voll den Hunger. Ja. Ich hab noch nichts gegessen. Ja. Zumindest... Ich weiß nicht wo, aber auf Golem, ich habe irgendwo mal, ich weiß auch nicht mehr, ob es auf Golem war, gelesen, dass manche Politiker meinen, um Gottes Willen, Informatik ist doch nicht wichtig, bloß nicht, das ist überhaupt nicht relevant. Nein, überhaupt nicht. Wo ziemlich alles mit Computern funktioniert. Klar, es ist natürlich... Man hat natürlich recht, wenn man sagt, man muss nicht wissen, wie das Auto funktioniert, man muss nur wissen, wie man es fährt. Ja. Aber warte, ich brauch kurz einen Filter. Da die Informatik ja sowieso ein immer größerer Wirtschaftszweig wird, ist es echt nicht schlecht, zumindest schon mal einheitlich in allen Bundesländern, die Schulen wenigstens zu verpflichten, die freiwillige Wahl als Informatikfach ab zum Beispiel der 7. Klasse zu gewährleisten. Das fände ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut. Ja. Die Diskussion ging darüber, ob es in Hamburg als Pflichtfach eingeführt werden sollte. Pflichtfach finde ich jetzt zum Beispiel aber nicht so unbedingt notwendig, weil im Endeffekt ist Informatik ja auch am Anfang einfach nur logisches Denken und später auch hat das auch ziemlich viel mit Mathematik zu tun. Was heißt ziemlich viel? Hat es mit ein paar Bereichen aus der Mathematik zu tun, deshalb ist man eigentlich mit dem Matheunterricht gut abgedeckt, aber wie gesagt, ich finde, es sollte schon für interessierte Schüler die Möglichkeit geben, das freiwillig zu wählen. Mhm. Ich meine... Also ich lasse dich einfach reden, ich habe davon keine Ahnung. Ja, alles klar. Das ist schön. So, und wir nähern uns ja auch gleich dem Folgenden. Zumindest so viel von mir zu diesem Thema. Und hier können wir jetzt weiter suchen. Hier haben wir die ja vermutet. Mhm. So. Au. Autsch. Genau, das war diese komische Höhle. Wir auch kurz dran gedacht haben. Und wie schaut's bei euch aus? Habt ihr wieder ein paar Pilze gepflanzt? Nein. Okay. Gebt uns einfach Bescheid, wenn ihr nochmal einen pflanzt. Dann können wir vielleicht ein bisschen Ausschau nach euch halten. Wir haben nämlich gerade noch ein paar Schwerter von euch übrig. Die wollt ihr bestimmt wieder haben. Aber nicht ins Gesicht. Nee, nicht ins Gesicht. Die könnt ihr uns ja hinterrücks... Ach, das ist ein Schaf. Durch hinterrücks abstechen holen. So, du bist da oben. Ich hab irgendwie... Die müssen hier irgendwo sein.
Also ich wäre jetzt dafür, dass wir uns vielleicht mal gleich treffen. So, die wollen sich schon wieder zusammenpflanzen. Wie wär's? Ja, das können wir gerne machen. Wo hättest du denn Lust, die Pilze zu platzieren? Na, auf eurer Base. Auf eurer Base. Auf unserer Base. Ja, alles klar. Die ist bei 0-0. Wo ist eure? Hier ist ein Chunk-Bug. Ich gucke da aber jetzt nicht rein, weil es hier wirklich irgendwo in der Nähe ihre Basis sein könnte. Und das wäre irgendwie ziemlich assi. Also ich habe keinen Chunk-Bug. Das ist gut. So. Warte, ich muss kurz was trinken. Ich hab ja, trink was. Du hast einen ziemlich trockenen Mund. Man hört das schon. Ja. Man hört deine Lippen knispern. Nein, eigentlich nicht, aber... Man tut es trotzdem. Ich schaue mich mal um. Schon so knusprig, ey, wie ein Chip, Mann. Ich denke, die laufen vielleicht wirklich draußen irgendwo rum. Was denkst du? Ja, es kann gut sein. Okay, so. Ich meine, wenn die hier Zeit haben, Pilze zu pflanzen? Ja, hast du recht. Kannst du gar nicht mal so Unrecht haben. Mal gucken. Hast du vielleicht noch eine Idee für ein Thema? Ich habe vielleicht noch ein Thema, was eigentlich gar nicht mal so uninteressant ist, aber das möchte ich eigentlich erst nächste Folge ansprechen, weil das sonst ein bisschen zu knapp wird. Ja, weil jetzt haben wir noch dreieinhalb Minuten, ein bisschen mehr als dreieinhalb Minuten. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen länger, weil letztes Mal war es so, dass wir dann teilweise irgendwie nur bei 11 Minuten angekommen sind von den einzelnen Folgen, das war irgendwie ein bisschen fail. Wir sollten vielleicht einen Timer stellen für jede einzelne Folge, dass wir... Ach komm, die machen wir uns nicht. Nee, so professionell sind wir nun auch wieder nicht, also ich bitte dich, Yannick. Ich bitte dich. Also professionell, ich, hallo. Ja, also wirklich. Ich trinke in Aufnahmen und mache Fenster zu. Das geht nicht. Ja. Gib ich dir vollkommen recht. Fenster zu machen geht gar nicht. Ja, vor allem Fenster zu machen, also wirklich, was denkst du dir? Nur weil ich Fenster habe. Ja, das ist echt unglaublich. Echte Gamer haben keine Fenster. Ja, echte Gamer, die, ja. Okay. Brauchen keine Fenster. Warum? Weißt du was? Hier ist doch so ein kleiner Abschnitt von grün, so halbwegs in der Wüste. Vielleicht sind die hier. Überleg dir das mal. Also, das überlege es dir mal. Cool hier. Hier ist so ein kleines... Ach. Hier habe ich ja schon letztes Mal nachgeschaut, ne, weil die sich hier hochgebaut hatten. Die könnten so gut in diesem kleinen Abschnittchen hier sein. Und habt ihr noch so Lust, euch zu treffen, oder? Nein! Okay, dann nicht. Schade. Ach Mann. Warte. So stinkt. Bleib mal. Okay, ich dachte, ich hab was gesehen. Hab ich aber wahrscheinlich doch nicht. Warum ist hier unten auf einmal so viel frei? Keine Ahnung, weil es hier eingestürzt ist. Okay. Ich glaube, ich bin da runtergefallen, als ich die Kohle da abgebaut habe. Genau, da bin ich runtergefallen. Ach so, da unten ist... Warte, da unten leuchtet das. Yannick, wo bist du? Ich bin über dir. Du bist über mir, dann komm mal vorsichtig. Obwohl, nee, ist nicht da unten. Da unten ist wahrscheinlich einfach Lava. Autsch. Warte. Ich bin vielleicht ein bisschen tief gefallen. Ja. Das bist du schon vor langem. Schon vor langem, Yannick. Hast du es da unten auch so leuchten gesehen? Nö. Au, jetzt bin ich runtergefallen. Die besten Flachwitze. Nee, da unten ist nur Lava. Auf welcher Höhe sind wir denn? Oh Gott. Mann. Ich hab's dir noch gesagt. Ja, okay. Au. Hier ist Eisen. Hier unten könnten Diamanten sein. Ja. Hier. Und die waren hier bestimmt noch nicht. Ist ja nicht so, als ob wir noch welche bräuchten. Man braucht immer. Ja, also Diamanten kann man nie genug haben. Da hast du recht. Da ist es wie mit dem Geld. Geld kann und man der auch Kohle. Nie genug haben. Ja, Kohle. Nein, nicht um. Naja, doch, Kohle ist ein Verbrauchsgegenstand, den sollte man eigentlich immer haben. Eisen braucht man nicht. Na, hast du wahrscheinlich recht. Ich schau mal gerade in diesen See hier rein, aber hier sieht's ganz gechillt aus. Wobei, da hinten, da könnte ziemlich viel sein. Hast du noch einen Wassereimer? Nee. Das ist doof. Ich kann mir da. Warum hast du keinen Wassereimer? Weil ich den davon weggemacht habe. Warte, ich hol mir kurz. Wo hast du den weggemacht? In den unendlichen Brunnen. Warum hast du dir keinen neuen geholt? Einen Moment, ich habe das beim Feldbewässern gemacht. Genau, aber ich hole mir kurz Wasser. Das macht keinen Sinn. Oh, ich habe jetzt wieder Wasser. Das macht absolut keinen Sinn. Von wo hast du das Wasser? Ich suche ja auch schon die ganze Zeit nach einer Quelle. Guck dich mal um. Ja, aber dann muss ich gegen die Strömung anschwimmen. Das ist doch voll doof. Das ist ja so komm, wir gehen lieber hoch. Ich will die Gegner finden. Und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Wir müssen die Gegner finden. Wir werden sie finden.
Wir müssen. Au. Aha. Wir werden. Wir müssen. Also wir gehen gerade noch ganz schnell runter, machen wir die Folge zu Ende. Au. Hier runter. Gott. Hier runter. Weißt du was, wir machen einfach noch 2 Minuten, weil Spirit muss danach eh aufhören. Dann können wir den nächsten Termin aufnehmen. Ich das Wasser hasse. Scheiß Wasser. Wir sind überhaupt hergekommen. Wir sind von oben hergekommen. Ich bin nicht bekannt vor, aber ich glaube nicht von diesem oben. Ja komm, wir schwimmen einfach hoch und bauen uns dann raus. Ich habe keinen. Moment, ich nein. Weißt du was, hier ist doch so eine schöne Höhle. Vielleicht finden. Oh Gott, jetzt bin ich wieder untergespült, Mann. Hör auf, Janik. Lass das Lach nicht so. Ja, okay. Ich voll bin nicht mehr schaden. Doof, warte. Wir sind von hier gekommen, genau. Von hier. Warte, was? Wo? So, hier kann ich hochschwimmen. Nein, wir sind nicht von hier gekommen. Oder von da oben? Wir sind von hier oben gekommen, oder? Nein, oh, Herr, auch nicht von hier, oder? Wo bist denn du jetzt? Ach, such mich, du wirst mich finden. Wer sucht, der findet. Ah, doch, ich sehe dein Namensschild. Nein, wir sind definitiv... Oh, wenn man von den Schnuggelchen spricht und sie nicht wirklich braucht, dann findet man sie, die Diamanten, Diamanten. Das ist doch ein wunderbarer... Wunderbärchen. Ein wunderbares Folgenende. Ich habe mich gerade gesneakt, jetzt solltest du mich eigentlich sehen am Namensschild. Ein Diamant, 2 Diamanten, 3 Diamanten, 4... Oh Gott, ich fast welche in die Lava gefallen. Ein Diamant. Ja, 4 Diamanten. Einer ist, glaube ich, in die Lava... Nein, ein Diamant ist in die Lava gefallen. 3 Diamanten. Halt den Mund, Mann. 3 Diamanten. Halt, Alter, Janik. Was ist los mit dir? Ich glaube, ein Diamant ist in die Lava gefallen, oder doch nicht? Ach, scheiß drauf, wir haben genug. Jedenfalls haben wir 4 Diamanten mehr. Zahlen nachgemacht. Wir haben 4 Diamanten mehr, als wir eigentlich brauchen. Janik, was ist hier los? Wir brauchen keine Diamanten. Leute, wir haben gerade irgendwie 4 Diamanten gefunden. Wir würden die gerne irgendwie loswerden, weil wir haben schon so viele von euch. Also, wir sollten uns echt mal irgendwo treffen. Wir brauchen die nämlich echt nicht. Und nicht der Geldgeist, nur weil du uns durch Eis kann. Was? Ja. Nur weil ich Geld hab und du nicht? Und weil du dir das hast? Such dir einen Job, Dölet. Ich hab einen Job. Ich auch. Bei Aldi an der Kasse. Nein. Nein, nicht. Das sind 3 Küken. Oh, sorry. Machst du dich gerade hinein, weil du jetzt Job bist, nicht? Ja. Okay. die sind in der Höhle. Der hat es eben gesagt, da sind 3 Creeper. Wir müssen dann jetzt eh aufhören. Ja, genau. Wir müssen jetzt aufhören und deshalb würde ich sagen, wenn wir auch hier die Folge. Wir schwimmen gerade noch diesen Wasserfall hier hoch an die Oberfläche, wo wir Dölitz und Sparrow Space vermuten, wo wir dann den auflauen. Und dann würde ich sagen, sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.